Die nächsten beiden Vorlesungen sind heute die Vorbereitung, am Donnerstag der Abschluss des wahrscheinlich zentralsten, wichtigsten Ergebnisses der Komplexitätstheorie. Nämlich der Erkenntnis, dass es zwar keine bekannte Antwort auf die Frage nach p gleich oder ungleich np gibt, dass es aber durchaus möglich ist, die Struktur der Probleme in np sehr konkret greifbar zu machen durch einen bestimmten Satz an Problemen, welche ganz NP charakterisieren. Wir erinnern uns, wir haben diese beiden Komplexitätsklassen definiert, P und NP, also die Menge aller Probleme, aller Entscheidungsprobleme, die von einer deterministischen Turing-Maschine in polynomieller Zeit lösbar sind für P und die entsprechende Klasse für die gleiche Frage in polynomieller Zeit, aber mit einer nicht deterministischen Turing-Maschine für NP. Und wir haben verstanden, dass diese beiden Klassen sehr spannend sind, weil NP genau die Klasse der Probleme ist, die in polynomieller Zeit verifizierbar sind und P die Klasse der Probleme, die in polynomieller Zeit entscheidbar sind. Wir würden also gerne verstehen, was die beiden voneinander trennt. Und eine Art, das zu beantworten, wenn es denn ginge, wäre ja, ein Problem in NP zu finden, das fundamental nicht in P ist, von dem wir wissen, dass es nicht in P liegt. Wenn wir so ein Problem hätten, dann hätten wir gezeigt, dass P ungleich NP ist. Ja? Klar. Nun haben wir letzten Donnerstag festgestellt, dass wir das nicht hinkriegen, dass wir so ein Problem nicht aufschreiben können. Dann ist der nächstbeste Ansatz zu fragen, naja, was sind denn die schwersten Probleme in NP? Weil das sind ja quasi die Kandidatenprobleme, wo man dann sagen könnte, vielleicht erklären die uns ein bisschen, inwiefern P und NP sich unterscheiden können. Und wie macht man das denn, ein schwerstes Problem zu finden, innerhalb einer Klasse von Problemen, bei denen man gar nicht weiß, ob man P und NP voneinander trennen kann? Also das Verrückte ist, dass sich herausstellt, es gibt bestimmte Probleme, die Eigenschaft haben, so dass man alle anderen Probleme in NP in polynomieller Zeit auf sie abbilden kann. Das bedeutet, etwas vage gesprochen, wenn man dieses Problem lösen kann, kann man alle Probleme in P lösen. Und in diesem Sinn sind sie quasi die schwersten Probleme in NP. Es wird sich herausstellen, das werden wir in den nächsten drei Vorlesungen machen, inklusive heute, dass es davon nicht nur ein so ein Problem gibt, sondern eine ganze Gruppe von Problemen. Da gibt es ein ganz berühmtes Paper dazu von diesem Herrn hier, Richard Karp. Also die heißen Karps 21 Probleme. Hier sind die oberen, ich habe gar nicht durchgezählt, aber es sind nicht ganz 21. Ich habe die untersten rausgelassen. Da fehlen noch, ich glaube, zwei. Ja, zwei oder drei. Also wir können ja mal durchzählen, wie viele es sind. Es sind nicht 21, aber es ist eine ganze Handvoll. Und alle diese Probleme haben die Eigenschaft, die wir heute ordentlich definieren werden, dass alle Probleme in NP auf sie reduziert werden können, und zwar nicht einfach irgendwie, sondern in polynomieller Zeit. Und das bedeutet, wie wir heute sauber definieren werden, dass im Prinzip, wenn man eins von diesen Problemen lösen kann, man alle Probleme in NP lösen kann. Deswegen nennt man diese Probleme auch NP-hart, und insbesondere nennt man sie sogar NP-vollständig, weil sich nämlich herausstellt, dass alle diese Probleme auch selber in NP liegen. Diesen Schritt zu machen, zu verstehen, warum das der Fall ist, ist nicht was, was wir mal kurz in 10 Minuten machen können, sondern wir werden das jetzt in drei Vorlesungen aufteilen. Heute werde ich die ganzen Vorbereitungen machen für das große Theorem. Das Theorem dazu heißt übrigens der Satz von Cook und Levin. Den machen wir dann am Donnerstag. Der Donnerstag wird komplett nur der Beweis sein. Heute ist nur die Vorbereitung, all die Konzepte, die wir dafür brauchen. Und dann nächsten Dienstag wird Alfredo Cantarella ein paar von diesen Abbildungen, diesen Polynomialzeitreduktionen heißen die, mit Ihnen machen. Die sind immer wieder ein sehr beliebtes Thema, nicht nur als Klausuraufgabe, auch zum Verständnis. Sie helfen nämlich tatsächlich dabei zu verstehen, wie diese Probleme miteinander zusammenhängen. Und sie sind tatsächlich eine praktische Fähigkeit, die gelegentlich mal nützlich ist. Wenn Sie mit einem Problem arbeiten, wenn Sie ein konkretes Problem in Ihrer Lebensarbeitsrealität Ihnen begegnet, das irgendwie scheinbar sehr schwer scheint, dann lohnt es sich oft nachzudenken, ob das vielleicht eine Instanz von einem von diesen 21 Problemen ist oder umgekehrt, ob eins von den 21 Problemen sich Polynomialzeit reduzieren lässt auf Ihr Problem, denn dann haben Sie gemerkt, dass Sie mit einem echt schweren Problem zu tun haben. Und Sie sehen, dass diese Hierarchie hier oben einen Anfang hat, ein allererstes Problem. Das heißt nicht, dass dieses Problem das schwerste ist,
Die sind alle gleich schwer, in dem Sinne, dass sie aufeinander reduzierbar sind. In einer gewissen Weise könnten Sie sogar sagen, das hier ist vielleicht fast das Einfachste, weil nämlich alle anderen in diese Richtung immer die Reduktionen laufen. Also das hier wird reduziert auf die anderen, die danach kommen. Insofern sind die mindestens so schwer wie das erste. Aber dieses erste hat die besondere Rolle, dass es den Anfang dieser Reduktionsschritte bildet, dass man also zunächst einmal zeigen muss, dass dieses Problem tatsächlich diese NP-vollständige Eigenschaft hat. Das ist ein bisschen so wie bei der Berechenbarkeitstheorie für das Halteproblem. Da haben wir erst gezeigt, dass das Halteproblem nicht entscheidbar ist. Und dann haben wir ganz viele andere nicht entscheidbare Eigenschaften gezeigt, indem wir das Halteproblem reduziert haben auf diese anderen Eigenschaften, anderen Aussagen, Sprachen, Entscheidungsprobleme über Turing-Maschinen. Das heißt, mit diesem Problem da werden wir uns beschäftigen müssen und dann überlegen, warum das NP vollständig ist. Und dieses Problem heißt SAT für das Satisfiability-Problem, das Erfüllbarkeitsproblem. Und es ist ein Problem, das definiert ist über eine bestimmte Art von, ich sag mal, Datenstruktur, nämlich Boolschen Formeln. Und mit denen müssen wir uns jetzt einfach mal eine halbe Stunde lang beschäftigen, damit wir diese Darstellung haben. Sie kennen vielleicht, oh, kurze Frage, wer hat schon mal von Boolschen Formeln gehört? Das, oh, okay, wer nicht? Es ist schon nicht so ganz null. Ja? Also es sind irgendwie, ich würde sagen, ungefähr 20% des Raumes hat noch nie von Boolschen Formeln gehört. Für alle anderen folgt eine schnelle Wiederholung. Sie haben bestimmt gehört von George Boole, Sie kennen Booleans. Ne? Booleans in der Programmiersprache sind irgendwie binäre Sachen, die entweder wahr oder falsch sind, Aussagen, die wahr oder falsch sind. Und genau darum geht es hier. Um eine Formelsprache, um Ausdrücke zu manipulieren, die denen ein Wahrheitswert zugewiesen wird. Und dieses SAT-Problem, das da gerade links in der Hierarchie von, oder sagen wir mal, Hierarchie ist das falsche Wort eigentlich, in diesem Satz an 21 Problemen von Karp drin stand, ist das Erfüllbarkeitsproblem von diesen Boolschen Formeln. Was sind Boolsche Formeln? Also, die sind auch wieder so ähnlich wie schon die regulären Ausdrücke und die While- und For-Programme und Go-To-Programme und alle möglichen anderen Berechnungsmodelle definiert in einer rekursiven Art und Weise. Wir definieren nämlich sie als die Zuweisung von Wahrheitswerten auf sogenannte Formeln. Und diese Formeln bestehen aus Bausteinen. Die elementarsten Bausteine sind die Variablen. Wir haben also einen Satz an Variablen. Da können Sie sich genau wie in einer Programmiersprache einfach Symbole vorstellen, A, B, C, D, E oder irgendwelche Worte oder was auch immer. Jetzt definieren wir uns erst eine Basisfall und dann Operationen auf diesen Basisfallen, aus denen wir induktiv kompliziertere Formeln bauen können. Der Basisfall ist ein sogenanntes Literal. Dieses Wort wird jetzt sehr viel auftauchen in den nächsten drei Vorlesungen. Ein Literal ist entweder eine Variable oder ihre Negierung. Also A oder nicht A, B oder nicht, also es ist entweder A, nicht B ist auch ein Literal. Der Satz A oder nicht B ist natürlich kein Literal. Also A ist ein Literal, nicht B ist ein Literal, nicht C ist ein Literal und so weiter. Wir schreiben für das Nicht manchmal diesen Haken, manchmal einen Quer oben drüber, kennen Sie schon. Und dann machen wir induktiv daraus kompliziertere Formeln mit den beiden Operationen und oder, kennen Sie auch schon. Und da ist das schlaue Wort für und oder, ist Konjunktion für und Disjunktion für oder. Und leider tauchen diese Worte viel auf in der Literatur, deswegen gewöhnen Sie sich jetzt einfach schon mal an Konjunktion und Disjunktion. Und dann brauchen wir Belegungen der Variablen. Wir nehmen also die Variablen, den Satz an Variablen, geben jeder Variable in dem Satz einen Wahr- oder Falschwert, weisen den zu und dann entsteht aus den Basiszuweisungen von Wahr und Falsch auf Variablen ein Wahrheits- oder Falschheitswert der ganzen Formel. Und wie der entsteht, das können Sie sich denken. Ja, das ist auf die offensichtliche Art und Weise. Ich habe hier einfach nur geschrieben, der wird dann auf der offensichtlichen Art und Weise erweitert. Ja, Sie wissen, wenn Sie Variable A und B haben und A und B beide wahr sind, dann ist A und B auch wahr. Und wenn eins wahr und eins falsch ist, dann ist A und B nicht wahr, nämlich falsch. Und es gibt nur wahr und falsch.
Und wenn wir eine Disjunktion haben, ein Oder, dann und A falsch ist und B wahr ist, dann ist A oder B auch wahr und so weiter. Den Rest können Sie sich denken. Ja? Okay. Also hier unten ist ein Beispiel für eine Formel. Klammern können auch noch mit dazu. Das hier ist eine Formel, die enthält 1, 2, 3, 4, 5, 6 Literale. Jeder dieser Literalen ist eine Variable oder eine Negierung der Variable. Und dazwischen stehen in diesem Fall Konjunktionen und hier eine Disjunktion, Konjunktion, Disjunktion und so weiter. Okay, eine solche boolesche Formel, ich glaube, das ist jetzt recht offensichtlich, ja? Eine solche boolesche Formel heißt erfüllbar, satisfiable, falls es eine, mindestens eine Belegung der Variablen gibt mit binären Werten, wahr oder falsch, sodass die ganze Formel wahr wird. Okay. Ja? Boolesche Formel ist also die Frage nach einer bestimmten Kombination von wahr und falsch, sodass eine ganze Formel wahr wird. Hier sind wieder Beispiele. Sie können sich denken, dass diese Formel hier erfüllbar ist, wenn wir 1 und 2 auf wahr setzen und nicht 3 auf falsch, weil dann ist 3 dann ist nicht, sorry, 3 auf falsch setzen, dann ist nicht 3 wahr und dann haben wir 3 mal wahr und lauter uns dazwischen, also alles richtig. Während dies hier ein triviales Beispiel ist für eine Formel, die nicht erfüllbar ist, weil ja immer entweder x1 oder nicht 1 wahr ist und damit notwendigerweise die Konjunktion nie erfüllbar ist. So, das heißt, wir können aus diesen boolschen Formeln Entscheidungsprobleme machen durch Erfüllbarkeit. Wir können also fragen, gegeben eine Formel, existiert eine Belegung der Variablen, im Prinzip ein binärer String, der uns die Zuweisung zu den Variablen sagt, so dass die ganze Formel dadurch erfüllt wird, dass sie also zu wahr auswertet. Und ja, vielleicht reicht es erstmal, und dann denkt man vielleicht noch mehr drüber nach, was man damit machen können. Aber Sie sehen, dass man damit offensichtlich eine Sprache definieren kann. Eine Teilmenge von binären Strings, von der Länge, Anzahl der Variablen, die man dann testen kann, um zu schauen, ob sie das eine Formel erfüllbar machen. So, und jetzt brauchen wir ein paar technische Begriffe, die im Kontext von boolschen Formeln einfach nötig sind, um darüber reden zu können. Und die sind leider so ein bisschen verklausuliert. Die machen wir jetzt einfach und dann gewöhnen wir uns relativ schnell daran. Und die brauchen wir für die komplette nächste Vorlesung. Das erste ist der Begriff einer Klausel. Eine Klausel ist eine Formel, die nur aus Oders besteht, nur aus Disjunktionen besteht. Also das hier oben ist eine Klausel, denn sie besteht aus einer Disjunktion zwischen den Literalen x1, nicht x2, x3, x4 und so weiter. Das hier ist keine Klausel, denn diese Verneinung hier führt ja, wenn Sie sie mal ausführen hier drin, diejenigen von Ihnen, die schon mit boolscher Algebra gearbeitet haben, werden Sie wissen, dass das hier ergibt nicht x1 und nicht x2. Und damit ist ein und in der Mitte, also ist es keine Klausel mehr. Okay. Und jetzt stellt sich raus, dass man aus diesen Klauseln, wenn man sie mit Konjunktionen verbindet, eine allgemeine Darstellung aller boolschen Formeln bauen kann. Und diese Darstellung heißt konjunktive Normalform, CNF. Conjunctive Normal Form, CNF. Warum konjunktive Normalform? Weil sie besteht aus Formeln, oder jede Formel, eine Formel ist in konjunktiver Normalform, wenn sie genau diese Form hat, wobei die Cs Klauseln sind. Das heißt, Und-Zusammenschlüsse von Oder-Zusammenschlüssen. Vielleicht für Sie hilfreich, vage im Kopf, ist das ein, um diese Formel erfüllen zu können, muss A oder B oder C und C oder D oder E und gelten. Ja? So heißen diese Darstellungen, die heißen konjunktive Normalform. Hier ist ein Beispiel für eine Formel in konjunktiver Normalform. Sie sehen, hier ist eine Klausel mit zwei Literalen, hier ist eine Klausel mit drei Literalen, hier ist eine Klausel mit zwei Literalen und die sind konjunktiv verbunden. Ja? Eine Frage, wenn x negiert ist, ist immer noch eine Klausel. Nein,
wenn eine Variable negiert ist, ist sie immer noch ein Literal. Wenn Literale durch Konjunktion verbunden werden, Literale durch Disjunktion verbunden werden, sind sie eine Klausel. Und wenn Klauseln durch Konjunktion verbunden werden, sind sie in konjunktiver Normalform. Ja, wenn Sie hier außen davor eine Negierung schreiben und dann Klammern außen rum, dann ist sie nicht mehr in konjunktiver Normalform. Aber solange die Negierungen direkt vor den Variablen stehen, heißen sie weiterhin Literale. Das machen auch die ganzen Logiker auch so. Ja. Okay, jetzt, Sie merken schon, das Ding heißt konjunktive Normalform. Noch eine Frage? Eine Klausel muss immer mindestens zwei Literale haben. Also ich glaube, eine Klausel ohne Verbindung macht keinen Sinn. Das ist einfach, da macht die Definition auch keinen Sinn. Dann ist es einfach ein Literal. Ja? Also eine Klausel, die aus einem Literal besteht, ist ein Literal. Insofern, dann heißt es einfach nicht Klausel. Aber ganz ehrlich, wir werden ganz schnell dazu kommen, dass alle interessanten Probleme, die diese Form haben, immer aus Klauseln bestehen, die drei oder mehr Literale enthalten. Und die kürzeren Fälle sind genau die langweiligen Fälle. Also nicht so wichtig. Ja? Gut. Jetzt können Sie sich schon denken, wenn das Ding Normalform heißt, das kennen wir auch schon, wir hatten schon mal Normalformen bei den Grammatiken. Da gab es die Chomsky-Normalform, die heißt verrückterweise auch CNF. Ist so langweilig, die ersten gehen schon. Dann der Begriff Normalform bedeutet typischerweise, dass man alle Instanzen aus so einer Problemklasse reduzieren kann auf genau diese Form. Und es ist tatsächlich so. Jede boolesche Formel kann durch so eine Conjunctive Normal Form, CNF, dargestellt werden. Und warum kümmern wir uns da drum? Weil das bedeutet, dass wir danach Entscheidungsprobleme schreiben können, nur noch in CNF-Form. Und dann wissen, dass wir damit alle boolschen Formeln darstellen können und damit eine sehr mächtige Sprache gefunden haben und unsere Beweise einfacher werden, weil wir uns nur noch mit den konjunktiven Normalformen beschäftigen müssen. Hier oben steht in Anführungszeichen der Satz, der da eigentlich dazugehört. Ja, eine beliebige boolsche Form kann man nehmen und übersetzen in so eine konjunktive Normalform. Wenn man das tut, wird die Formel aber länger. Und sie wird typischerweise bis zu exponentiell länger durch die Übersetzung. Hier ist der Satz drunter nochmal sauberer ausgedrückt. Angenommen, wir haben eine beliebige Funktion, das kann sogar eine beliebige Funktion sein, die Wahrheitswerte von Variablen abbildet auf einen gemeinsamen Wahrheitswert. Insbesondere gilt das für alle boolschen Formeln, aber es geht sogar allgemeiner für logische Funktionen. Eine beliebige Funktion, die einen Satz an Variablen einliest, dem Binärwerte zugewiesen sind, also wahr oder falsch, und dann entscheidet, abbildet auf einen gemeinsamen Wahrheitswert, ja, also ob dieser Ausdruck, dieser String wahr oder falsch ist, dann gibt es eine boolsche Formel, die heißt Phi in konjunktiver Normalform und die hat L Variablen, ja, das ist hier die linke Seite von der Abbildung, und eine Länge, die von oben beschränkt ist durch L mal 2 hoch L, das heißt, die ist exponentiell länger als die Eingabe höchstens, so dass für alle beliebigen Belegungen der Variablen gilt, dass diese konjunktive Normalform äquivalent ist zu der Funktion. Wobei wir die Länge der Formel als die Zahl der Konjunktionen oder Disjunktionen in der Formel zählen. Okay, und jetzt ist die Frage, wie führt man so einen Beweis? Hier drunter steht schon die Idee. Das ist nicht die Sorte Beweis, die man einfach so kommt, die Sie einfach so erwarten können, dass Sie die da könnte ich Sie nicht in der Klausur fragen, sondern hier ist die Idee dahinter. Sie haben ja schon gesehen, diese Aussage ist sehr allgemein, sie gilt für beliebige Funktionen. Das heißt, die Antwort wird auch sehr abstrakt sein. Die besteht nämlich daraus zu sagen, wenn Sie L Variablen haben, dann gibt es insgesamt 2 hoch L mögliche Belegungen dieser Variablen. Weil jede der Variablen kann ja wahr oder falsch sein. Deswegen eine exponentiell längere Zahl. Und für diese Formel F kann es ja mehrere verschiedene Möglichkeiten geben, wie sie falsch sein kann. Ja, es könnte bestimmte Belegungen geben, die zu falsch auswerten und die müssen nicht genau gleich sein. Und was wir jetzt machen ist, wir bauen uns für alle möglichen Belegungen, für alle 2 hoch L möglichen Belegungen der Variablen, schreiben wir uns ein Rezept auf, wie wir eine Klausel aufschreiben können, also eine disjunktive Verbindung von Literalen, geht schon los, die falsch wird, genau dann,
wenn alle U gleich V sind. Das heißt, wenn die sich genau so verhält, wie, oder es ist quasi eine Testformel, ja, eine boolsche Testformel, eine Klausel, die testet, ob die Eingabe genau einer bestimmten Belegung V entspricht. Und wenn das so ist, dann wertet sie zu falsch aus. Und wenn wir die dann alle miteinander mit einem und verknüpfen, dann haben wir erstens eine konjunktive Normalform, weil wir haben eine und-Verknüpfung, also eine konjunktive Verbindung von Klauseln. Okay, ist schon mal gut, dass wir das was versuchen. Und zweitens hat die dann die Eigenschaft, dass wir verbinden nicht alle, sondern wir verbinden genau alle die Klauseln, die zu den Nullstellen von F gehören, also all die Arten und all die Belegungen, die F falsch machen. Und dann ist diese Formel genau gleich zu U. Warum ist das der Fall? Weil wir, vorher hatte ich mir einen schönen Satz überlegt, ich würde das sagen. Also die Formel ist ja wahr, wenn wir in keiner einzigen der Nullstellen sind. Ja? Also die Formel könnte falsch sein, wenn wir in der ersten Nullstelle von F sind, also eine Belegung haben, die F zu 0 macht, oder wenn wir in einer anderen Belegung sind, die F zu 0 macht, oder in einer anderen Belegung sind, die F zu 0 macht. Das heißt, wenn sie wahr ist, dann sind wir weder in der ersten Belegung, noch in der zweiten Belegung, noch in der dritten Belegung, die jeweils F falsch macht. Das heißt, wir sind, wir haben nicht die eine Art, wie F falsch gehen kann, und nicht die andere Art, wie F schief gehen kann, und nicht die dritte Art, wie F schief gehen kann. Und das sind genau diese und-Verknüpfungen. Und wenn wir die alle nicht haben, dann sind wir in einer Belegung, die Formel wahr macht. So, das ist die Idee. Wir machen es jetzt nochmal formaler und da können wir den Gedanken weiter bei verfolgen. Folgendermaßen, wir machen diese drei Schritte. Na, wir realisieren erstmal, dass es exponentiell viele Belegungen der Variablen gibt. Dann bauen wir diese Klausel und dann machen wir die Konjunktion da draus und überzeugen uns, dass das stimmt. Also erstens, wir haben gesehen, dass es zwei auch solche Belegungen gibt. Jetzt konstruieren wir uns diese Klauseln und die sehen so aus. Wir nehmen also eine Belegung für eine beliebige Belegung der Variablen V mit Wahr- und Falschheitswerten, das ist also ein binärer String, können wir uns diese Formel definieren, die genau so aussieht und die folgende Eigenschaft hat. Sie hat die Eigenschaft, dass sie wahr wird, wenn U nicht V ist, wenn das nicht die Belegung ist, und sie wird falsch, wenn es die Belegung ist. Das heißt, sie testet, ob wir nicht in einer der gefährlichen Belegungen sind. Und wie sieht die dazu aus? Die sieht so aus. Erstmal sehen wir, dass das eine Klausel ist. Sie besteht aus Disjunktionen von Literalen, von A1, A2 und so weiter. Und sie ist von Länge L, also genau der Anzahl der Variablen, die wir testen müssen. Und wir tragen an der Stelle AI ein, wenn in unserer Belegung VI gleich 0 ist, dann tragen wir hier UI ein als Eingabe. Also wir erinnern sich, U ist unsere Eingabe zu dieser Testklausel und nicht UI, falls VI gleich 1 ist. Das hat dann die Eigenschaft, dass wenn eines der VI wahr ist, dann steht dazu jeweils ein Nicht-UI drin. Das heißt, wenn UI wahr ist, UI einfach genau den gegenteiligen Wert von V hat, so, dann stehen hier Einträge drin, die dieses Ding gemeinsam auf 1 bringen. Ja, weil es ist ein Oder, es reicht ja, wenn einer der Einträge anders ist, wahr ist, ja, und der Eintrag ist wahr, genau dann, wenn mindestens eins der UIs, mindestens eins der VIs falsch ist. So. Hier unten drunter steht es nochmal. Ja, also eine andere Art, um diese Formel nachzudenken, ist, dass ihre Verneinung die Verknüpfung von den Nicht-AIs ist, die konjunktive Verknüpfung von den Nicht-AIs ist. Das heißt, sie wird 0,
Genau dann, wenn U gleich V ist und wenn U in irgendeiner Stelle anders ist als V, dann wird sie 1. Sie ist also ein Test darauf, ob U ungleich V ist. Kompliziert, aber vielleicht lohnt es sich auch nicht mehr, noch viel mehr dazu zu sagen. Und jetzt nehmen wir diese Testklauseln, die offensichtlich Klauseln sind, und verbinden sie mit einem Und. Dann hat diese Formel, die da rauskommt, offensichtlich diese konjunktive Normalformform. Denn sie besteht aus lauter einer großen übergreifenden konjunktiven Verbindung von Klauseln. Weil die einzelnen Einträge hier drin, die einzelnen Terme hier drin, Formeln hier drin, sind Klauseln. Also hat sie die richtige Form. Und sie hat außerdem die Eigenschaft, dass sie 0 wird genau dann, wenn f 0 wird, für Belegungen genau für die Belegungen, für die f 0 wird, und damit auch 1 wird, genau dann, wenn f 1 wird, weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Sie hat also genau die gleiche, das ist genau äquivalent. Warum? Denn wenn f u 0 ist, dann gibt es hier drin eine solche, ich habe schon wieder den Fehler gemacht, den wichtigsten Satz wegzulassen. Was ist die Konjunktion hier? Es ist die Konjunktion über die Nullstellen von f. Nicht einfach über alle solche exponentiell vielen Terme cv, sondern über genau die, die zu den Nullstellen von f gehören. Was sind die Nullstellen von f? Die Nullstellen von f sind die Belegungen, die f falsch machen. Und die Formel hier sagt, ist f auf die eine Art falsch? Nein. Ist es auf die andere Art falsch? Nein. Ist es auf die dritte Art falsch? Nein. Und dann drehen wir genau die Neins um, das ist nämlich das, was diese Formel da macht, und sagen, die Formel ist wahr, wenn sie auf keine der Art und Weisen, wie sie falsch sein kann, belegt ist. Ja, also sie ist nicht in der einen Belegung, die sie falsch macht, sie ist und auch nicht in der anderen Belegung, die sie falsch macht. Deswegen die Konjunktion der Nullstellen. Und naja, okay, ich glaube, damit ist der Rest klar. Ja? Also wenn f und u 0 ist, dann sind wir an einer seiner Nullstellen, das heißt, es gibt genau eine Klausel hier drin, die zu 0 auswertet und dann wird aus dem Und insgesamt eine 0, weil ein Und-Ausdruck mit irgendwo einer 0 drin macht eine 0. Und umgekehrt, wenn Phi 0 ist, dann muss hier drin eine 0 irgendwo stehen, mindestens eine. Und das bedeutet, dass die Belegung von in unserem U zu einer der Nullstellen von F gehört und damit die Formel zu falsch auswerten soll. Und wie lang ist dieses ganze Ding? Naja, jede dieser Klauseln ist von Länge L, sie geht von A1 bis AL. Und wir haben höchstens so viele, wie es Nullstellen in F gibt. Wie viele Nullstellen in F kann es geben? Naja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass für jede mögliche Belegung immer eine 0 rauskommt. Und von diesen Belegungen gibt es genau 2 hoch L. Also haben wir L mal 2 hoch L als maximale Länge dieses Ausdrucks. Aber genau genommen ist es eigentlich L mal Anzahl der Nullstellen von F. Wenn F nur sehr wenige Arten und wenige Nullstellen hat, also nur auf sehr wenige Arten nicht erfüllbar ist, dann ist der Ausdruck kurz. Und wenn es auf sehr viele Arten nicht erfüllbar ist, dann ist der Ausdruck sehr lang. So, jetzt haben wir diese technischen Terme alle einmal aufgeschrieben. Jetzt können wir dieses Problem definieren, von dem wir in der nächsten Vorlesung erkennen werden, dass es tatsächlich dass der Ankerpunkt sein wird für die NP-vollständigen Probleme, nämlich das SAT-Problem. Hier steht das Problem. Es ist definiert über die Menge der boolschen Formeln in konjunktiver Normalform. Also betrachten Sie die Menge aller solchen boolschen Formeln, die diese Struktur haben, dass sie also eine Und-Verknüpfung von Oder-Klauseln sind. Dann ist das SAT-Problem, das sind immer so Großbuchstaben für so wichtige Sprachen, ist die Menge aller Formeln, welche erstens in konjunktiver Normalform sind und zweitens erfüllbar sind. Das, was hier hinten steht, ist genau die Definition von erfüllbar. Also die Sprache einer Turing-Maschine, welche als Eingabe so eine Formel kriegt, irgendwie kodiert, und dann entscheidet, ob es mindestens eine Belegung der Variablen gibt, so dass die Formel wahr wird. Die erste Sache, der man sich vielleicht klar wird, ist, und das wäre so ein Fall, wo ich vielleicht hier das hätte weglassen sollen und Sie erst fragen sollen, ist, dass dieses Problem tatsächlich in NP liegt.
Was müssen wir zeigen, wenn wir zeigen sollen, dass ein Problem in NP liegt? Nach Vorlesung von vor 2 Wochen? Genau, dass es in polynomieller Zeit verifizierbar ist. Das ist also gegeben ein Zertifikat, das ist ein String, den wir einer Turing-Maschine geben können, sodass sie in polynomieller Zeit, in der Länge des Zertifikats, entscheiden kann, ob die Formel erfüllbar ist. Und wie sieht so ein Zertifikat aus? Naja, das Zertifikat ist genau die Belegung der Variable, welche die Formel erfüllt. Warum können wir die dann in polynomieller Zeit testen? Ja, wir können sie sogar in linearer Zeit verifizieren, denn Sie erinnern sich kurz nochmal, was CNF heißt, also eine Formel in konjunktiver Normalform ist eine Und-Kombination von Oder-Ausdrücken. Das heißt, wir können vorne anfangen in der Formel und der Reihe nach durch die Klauseln durchgehen und in jeder Klausel müssen wir immer nur lokal gucken, ob innerhalb der Klausel eine der Literalen in den Oder-Ausdrücken wahr ist. Wenn wir eine einzige gefunden haben, die wahr ist, dann haben wir nach der Länge des Literals entschieden, dass dieses Literal wahr ist. Und wenn wir keine einzige finden und am Ende ankommen des Literals, dann wissen wir auch, dass sie falsch ist. Das heißt, dafür brauchen wir linear Zeit. Und wenn wir entschieden haben, dass ein Literal falsch ist, dann sind wir fertig. Denn in einem Und-Ausdruck sind alle wahr. Ja, wenn eins falsch ist, sind wir fertig und wissen, dass es nicht erfüllt ist. Wenn wir herausgefunden haben, dass es erfüllt ist, dann machen wir weiter mit der nächsten Klausel nach der Konjunktion, machen das Gleiche wieder und wieder und wieder und wieder. Und wir müssen dazu nie rückwärts gehen. Wir können immer nur vorwärts weiter durch die Formeln durch. Wenn wir durch die ganze Formel durch sind und jedes einzelne Literal genau einmal angefasst haben, um zu testen, ob es wahr oder falsch ist, sind wir fertig. Wenn wir nämlich zwischendrin immer gemerkt haben, dass alle Klauseln zu wahr auswerten, dann ist das Zertifikat erfüllt. Und wenn dem nicht so ist, dann ist es eben nicht erfüllt. Diese Verifikation ist über die Länge der Formel, linear in der Länge der Formel. Die Formel kann natürlich potenziell sehr lang sein. Das heißt, wenn Sie anfangen mit einer beliebigen Boolschen Funktion, ja, also einer beliebigen Funktion, die Wahrheitsbelegungen abbildet auf Wahrheitsbelegungen, dann müssen Sie die erst in CNF-Form überführen und wir haben ja gerade gesehen, dass dieses Überführen unter Umständen die Formel exponentiell länger macht. Okay, ja, das ist einfach Teil des Problems. Deswegen ist die Sprache auch genau so definiert, dass wir schon davon ausgehen, dass sie in konjunktiver Normalform ist. Das heißt, sie hat schon diesen Längenzuwachs quasi mit eingebaut. Jetzt gibt es eine wichtige Variation von diesem SAT-Problem, die ist aber sehr einfach zu verstehen. Das ist das K-SAT-Problem, wobei K eine Zahl ist. Das K-SAT-Problem ist das Problem, das aussieht wie SAT, aber die Länge der Klauseln beschränkt ist auf K. Also alle Klauseln sind von Länge höchstens K. Das heißt, das 2-SAT-Problem ist das SAT-Problem, wobei alle Klauseln Länge 2 haben. Das 3-SAT-Problem ist das SAT-Problem, bei dem alle Klauseln Länge 3 haben, höchstens und so weiter. Klauseln oder die Literale? Literale sind ja immer nur eine Variable oder ihre Verneinung. Das heißt, also ein Literal ist immer von, wenn Sie wollen, Länge 1. Ja, das ist also, das hier drin ist immer Länge 1. Das hier ist ein 3-SAT, ja. Genau, ist das allen klar? Das ist 3-SAT. Eine Instanz von 3-SAT. Weil das mal ganz kurz für alle vielleicht zur Wiederholung. Warum ist das eine Instanz von 3-SAT? Das hier, das Bild hier ist nicht 3-SAT. 3-SAT ist das Entscheidungsproblem, das zu diesem Typ von Formeln gehört. Dieser Typ von Formeln ist eine Instanz von einem 3-SAT-Erfüllbarkeitsproblem. Warum? Weil es erstens in konjunktiver Normalform ist. Das heißt, das ist eine Und-Verknüpfung von Klauseln. Klauseln bestehen nur aus Oder-Verknüpfungen, aus Disjunktionen. Es ist eine konjunktive Verbindung von Disjunktionen. Und in jeder dieser sogenannten Klauseln, also dieser Gruppierung von Disjunktionen, stehen höchstens 3 Literale. Und ein Literal ist eine Variable oder die Verneinung von der Variable. Damit haben wir alle diese Definitionen jetzt gerade einmal zusammengefügt in einem Haufen. Kommt es doch von den 3 Literalen?
Ja. Genau. Es heißt Dreisat, weil drei Literale in jeder Klausel stehen. Wenn es hier drin vier Literale hätte, dann wäre es eine Instanz von einem Viersat-Problem. Die Länge insgesamt der Formel ist nicht relevant. Die Formel kann sehr, sehr lang sein, aber in jeder Klausel sind nur höchstens drei Literale drin. Jetzt kommt immer, zumindest in der Vergangenheit, kam dann immer die nette Bemerkung, dass es, wenn Sie diejenigen von Ihnen, die Logik gemacht haben oder mal mit Boolschen Formeln zu tun haben, Sie haben auch schon mal von der disjunktiven Normalform gehört. Wer hat schon mal von der disjunktiven Normalform gehört? Das ist mehr als die Hälfte, aber auch nicht viel mehr als die Hälfte. Wer hat noch nicht von der disjunktiven Normalform gehört? Wer traut sich die Hände? Okay, das ist etwas weniger, aber schon ein signifikanter Teil des Hörsaals. Also, man kann, und das ist jetzt, ich zeige Ihnen das jetzt nicht, weil Sie es wissen müssen, sondern weil es Ihnen hilft vielleicht, zu verarbeiten, was wir gerade gemacht haben. Es gibt auch eine disjunktive Normalform, hier oben steht sie, die ist, wenn Sie so wollen, in Anführungszeichen das Gegenteil von der konjunktiven Normalform. Das sind nämlich Ausdrücke, bei denen die inneren Klammern immer jeweils mit einem und verknüpft sind, ja, also mit einer Konjunktion, und diese wiederum gruppiert sind und verknüpft sind mit einer Disjunktion, mit einem oder. Das heißt, sie sind nicht von dem Typ oder und. Oder, und, oder, sondern von dem Typ und, oder, und, oder, und, oder. Weil, ja, wie Sie wissen, das hier gilt, ja, also A und B ist nicht A oder nicht B, hängen die direkt durch Verneinung miteinander zusammen. Das heißt, wir können satt auch schreiben, als, wenn Sie so wollen, also CNF satt, konjunktive Normalform Satisfiability, kann man auch schreiben als DNF-Fall, disjunktive Normalform Falsifiable. Also eine Formel, die in disjunktiver Normalform ist und eine Belegung hat, sodass sie auf falsch auswertet. Das ist genau das gleiche Problem. Die sind exakt äquivalent zueinander. Aber man könnte ja auch auf der disjunktiven Normalform eine Satisfiability definieren. Ja, man könnte auch fragen, hier ist eine Formel in disjunktiver Normalform, ist sie erfüllbar? Und beliebte Klausurfrage in der Vergangenheit war, zeigen Sie, dass dieses Problem in P liegt. Dass es also einen Algorithmus gibt, der in polynomieller Zeit entscheidet, sogar in linearer Zeit, ob eine disjunktive Normalform erfüllbar ist. Frage an Sie, wie sieht dieser Algorithmus aus? Ja. Wir wissen, dass die KNF in polynomieller Zeit möglich ist, indem wir die einfach erhalten, die DNF. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Ich glaube, das wäre auch nicht eine akzeptable Antwort. Sie haben gesagt, wir wissen ja, dass das eine Problem in polynomieller Zeit verifizierbar ist und die negieren wir einfach. Ich glaube, das reicht mir nicht. Sagen Sie mal wirklich einen konkreten Algorithmus. Also, in Klausuren oder auch sonst so, ne, ist die Antwort auf, dass irgendwas in P liegt, besteht immer aus einem konkreten Algorithmus. Wenn Sie zeigen wollen, hier ist die Methode, ich argumentiere, dass eine Sprache in P liegt, da ist der Beweis dafür ist immer, hier ist die Turing-Maschine, die in polynomieller Zeit entscheidet. Wie sieht die aus? Also Sie sagen, wenn wir durchgehen, wir wissen jetzt, dass die disjunktive Normalform besteht aus Unverknüpfungen mit dem Oder dazwischen. Wir gehen jetzt also einfach nur durch und gucken, ob in unserer Belegung lauter Einser in einer Klausel auftauchen. Das Problem damit ist, Sie reden schon über Belegungen. Die Aufgabe ist ja, die Belegung zu finden. Ja, also dieses Satisfiability-Problem ist die Frage nach der Belegung. Sie müssen die also finden. Idee von da hinten. Genau. Also, die wichtigste Beobachtung ist dadurch, dass in der disjunktiven Normalform die Klauseln voneinander durch ein Oder getrennt sind, wird die Aufgabe viel einfacher,
weil die dadurch entkoppelt sind. Es reicht ja, eine einzige Klausel zu finden, die zu wahr auswertet, dann ist das ganze Ding wahr. Das heißt, wir können der Reihe nach von links nach rechts durchgehen und einfach gucken, ob wir irgendwo eine Klausel finden, die wir erfüllen können. Und wenn wir das hinkriegen, sind wir fertig, sobald wir sie gefunden haben. Wenn wir keine finden, wissen wir auch, dass es nicht geht. Also reduziert sich das Problem auf eine einzige Klausel angucken und schauen, ob wir sie zu wahr erfüllen können. Und das machen wir, indem, wie Sie gerade da oben gesagt haben, wir einfach vorne anfangen mit der Klausel. Und weil es ja eine Und-Verknüpfung ist, wissen wir, dass alles wahr sein muss. Das heißt, wir fangen an, gucken, was ist die erste Variable, die da steht. Wir setzen sie entweder auf wahr oder falsch, was auch immer halt nötig ist, damit die Formel sich auf 1 addiert. Also wenn das Literal eine Verneinung ist, wenn da nicht A steht, dann setzen wir A auf falsch. Und wenn da A steht, dann setzen wir A auf wahr. Okay, dann machen wir weiter und gehen weiter durch die Klausel durch. Und solange wir immer wieder neue Variablen finden in der Klausel, können wir sie einfach auf den Wert setzen, den wir halt brauchen, damit die ganze Formel wahr wird, weil sie ist ja eine Und-Verknüpfung. Und wenn es uns passiert, dass wir eine Variable zum zweiten Mal sehen, sie aber jetzt entweder negiert ist, wenn sie vorher nicht negiert war, oder jetzt nicht mehr negiert ist und vorher negiert war, dann wissen wir, dass wir diese Klausel nicht erfüllen können. Dann schmeißen wir sie weg und machen weiter mit der nächsten. Ja, das ist offensichtlich ein Prozess, den man in linearer Zeit machen kann. Wenn man sich merken kann in der linearen Zeit, wenn man genug Speicher hat, um sich zu merken, welche Variablen man schon gesehen hat. Aber da die Zahl der Variablen ja gebunden ist durch die Länge der Formel, kein Problem. Okay? Jetzt könnten Sie sich fragen, okay, aber warum reden wir denn dann überhaupt über CNF? CNF scheint ja irgendwie viel schwerer zu sein als DNF. Ja, das Problem ist, dass DNF ist auch eine Normalform, man kann jede boolesche Formel in disjunktiver Normalform darstellen, aber das Transformieren von CNF nach DNF und zurück macht die Formeln exponentiell länger. Ja, das heißt, wenn man eine kurze CNF-Formel hat, dann möchte man die nicht in DNF übertragen, weil sie dann exponentiell länger wird. Das ist die einfache Idee. Um das genau zu sehen, gucken Sie sich da unten nochmal das Beispiel an. Das ist jetzt nicht so was, wo es sich lohnt, dass ich mit dem Finger drauf zeige. Da gehen wieder drei, wenn ich das versuche. Deswegen machen wir jetzt stattdessen hier gleich die Pause. Noch eine kurze Zusammenfassung. Eigentlich brauchen wir das gar nicht machen. Das ist nämlich schon was wir danach machen werden. Hier ist die Zusammenfassung. Wir haben jetzt festgestellt, schon geahnt, oder ich habe Sie vorgewarnt, dass es da eine interessante Klasse an Entscheidungsproblemen gibt. Die heißt SAT. Die ist basiert auf diesen boolschen Formeln. Jetzt haben wir die boolschen Formeln gesehen. Sie glauben mir einfach für den Moment, dass dieses SAT-Problem interessant ist, weil man nämlich damit diese NP-Vollständigkeit generieren kann. Dass das so ist, müssen wir erst noch zeigen. Aber um das zu können, brauchen wir erst dieses Werkzeug. Wir müssen wissen, was diese CNF-Formeln sind, was Satisfiability überhaupt ist. Und jetzt machen wir in der zweiten Hälfte der Vorlesung, nach der Pause von Länge 8 Minuten, noch ein paar Begriffe, die wir brauchen, um dann im Donnerstag tatsächlich arbeiten zu können mit dieser Aussage. So, los geht's. Jetzt haben wir diese technischen Teile aus dem Weg. Wir haben jetzt diese Dinger beschrieben. Ursula, vielleicht kam gerade nochmal die Rückfrage, warum ist denn das jetzt in NP, wenn man es in linearer Zeit verifizieren kann? Das ist genau die Definition für diejenigen von Ihnen, die sich nochmal kurz die Erinnerung brauchen, von Problemen in NP. Ein Problem in NP ist verifizierbar in polynomieller Zeit, aber entscheidbar in potenziell längerer Zeit, nämlich potenziell exponentiell, höchstens exponentieller Zeit. Wir haben, Sie erinnern sich, dass DEXP-Time, also Probleme in exponentieller Zeit durch deterministische Turing-Maschinen entscheidbar, eine Supermenge oder gleich NP ist. So, jetzt haben wir dieses Problem definiert und jetzt brauchen wir den anderen Teil, der uns klar macht, warum es überhaupt hilft, ein Problem zu identifizieren, nämlich SAT, das besonders schwer ist in dem Sinne, dass alle anderen Probleme auf das Problem reduzierbar sind. Dazu müssen wir erstmal sagen, was eine Reduktion ist. Sie haben schon mal Reduktionen gehabt in der Berechenbarkeitstheorie. Sie erinnern sich, ein Problem hieß auf ein anderes Problem reduzierbar. Wenn es eine Turing-Maschine gibt, die eine Instanz des Urproblems abbildet auf eine Instanz des Bildproblems, mit der Eigenschaft, mit dieser homomorphen Eigenschaft, dass immer dann, wenn ein Wort in dem Urproblem ist, es dann auch in dem abgebildeten Problem liegt und wenn es nicht in dem Urproblem ist, dann auch nicht in dem abgebildeten Problem liegt. Genau das Gleiche machen wir jetzt auch für die Komplexität, aber weil es uns in der Komplexität um diese feinere Beschreibung von Rechenzeit geht,
und nicht nur, ob was geht oder nicht, sondern wie teuer es ist, müssen wir jetzt präziser sein in der Definition der Reduktion. Wir müssen nämlich sicherstellen, dass in der Reduktion selber keine Komplexität versteckt ist, weggeschmissen wird. Wir werden also eine Funktion f, wir werden sprechen über Sprachen, die in polynomieller Zeit aufeinander reduzierbar sind. Und dazu verwenden wir Abbildungen, die in polynomieller Zeit berechenbar sind. Nicht einfach nur Abbildungen, die durch Turingmaschinen berechenbar sind, sondern die durch Turingmaschinen in polynomieller Zeit berechenbar sind. Solche Funktionen sind hier oben nochmal definiert. Ja, eine Funktion heißt in polynomieller Zeit berechenbar, falls es eine Turingmaschine gibt, die auf beliebiger Eingabe von Länge n den Inhalt, den Wert der Funktion f von w in polynomieller Zeit in der Länge der Eingabe w berechnet und dann tatsächlich diesen Wert aufs Band schreibt. Das ist also eine Instanz von einem Rechenproblem von polynomieller Zeitkomplexität, genauso wie wir sie definiert haben in den Vorlesungen letzten Dienstag. Und jetzt können wir mit diesem Konstrukt können wir sagen, zwei Sprachen, L1, L2, sind aufeinander polynomiell reduzierbar, also L1 ist auf L2 polynomiell reduzierbar, wenn es so eine Funktion gibt, die wieder genau diesen Homomorphismus Eigenschaft hat, nämlich, dass wenn ein Wort in der einen Sprache ist, dann und nur dann auch seine Abbildung, die in polynomieller Zeit berechenbar ist, in der zweiten Sprache ist. Diese Funktion selber, die heißt dann Polynomialzeitreduzierung oder auch Polynomialzeitreduktion. Da sind wir nicht so empfindlich mit der Grammatik. Und wir schreiben dieses Symbol, das Sie schon kennen, aus der Berechenbarkeit und dieses Mal mit einem kleinen p statt einem m für Abbildungsreduktion schreibt man ein p für Polynomialzeit reduzierbar. Wenn Sie also die Aufgabe gestellt bekommen, zu zeigen, dass ein Problem auf ein anderes in polynomieller Zeit reduzierbar ist, Spoiler Alert, sehr beliebte Frage, auch auf dem Übungszettel, dann machen Sie Folgendes. Ja? Erstens, Ihnen fällt eine tolle Abbildung ein, welche eine Instanz von dem einen Problem links, L1, abbildet auf eine Instanz von dem zweiten Problem, L2. Zweitens, Sie zeigen, dass diese Funktion von einer Turingmaschine in polynomieller Zeit berechenbar ist. Das ist ein extra Schritt, der jetzt hinzukommt. Und drittens, Sie zeigen dann, dass diese Funktion genau diese Eigenschaft hat, dass nämlich, wenn ein Wort in L1 ist, genau dann und nur dann auch seine Abbildung unter f in L2 ist. Wie zeigen Sie das? Ja, Sie zeigen entweder, also ich schreibe das mal vielleicht mal auf, ja? Wir machen Polynomialzeitreduktion. Besteht aus drei Schritten. Erstens, erfinde f. Das ist der schwerste Teil, das ist der, wo Sie kreativ sein müssen. Zweitens, zeige, dass f in p, dass es also möglich ist, diesen Wert der Funktion in polynomieller Zeit zu berechnen. Und drittens, zeige, dass f diese richtige Eigenschaft hat. Zeige, und da kann man zwei verschiedene Sachen zeigen. Entweder wir zeigen w in L1, f von w in L2 und w nicht in L1 folgt f von w nicht in L2. Oder wir könnten auch stattdessen zeigen, f von w in L2 folgt w in L1. Ja? Und typischerweise ist eins von den beiden einfacher in dem Beweis. Jetzt machen wir ein Beispiel dafür, für so eine Polynomialzeitreduktion oder eine Polynomialzeitreduzierung. Nämlich folgende. Hier oben steht der Satz, das Dreisatzproblem ist in polynomieller Zeit reduzierbar auf das Clique-Problem. Das Clique-Problem hatten wir letzte Woche
in der Vorlesung am Dienstag. Sie erinnern sich, Clique ist die Frage, ob ein gegebener Graph, also ein Satz an Knoten und Kanten dazwischen, eine Matrix, welche die für einen ungerichteten Graphen, ungewichtet und ungerichteten Graphen testet, ob er eine Teilmenge an Knoten enthält von Größe k, so dass in dieser Gruppe an Knoten k alle Knoten paarweise miteinander verknüpft sind, ob sie eine Clique bilden. Und so eine Art von Frage kann Ihnen durchaus gestellt werden. So, wir machen jetzt aber gemeinsam den Beweis, weil er nicht so vollkommen offensichtlich ist. Wir wollen also zeigen, dass eine Instanz von diesem Problem in Polynomialzeit reduzierbar ist auf eine Instanz von diesem Problem. Das bedeutet, kurz zur Erinnerung, dass das Clique-Problem mindestens so schwer ist wie das Dreisat-Problem. Wenn wir also zeigen können, dass Dreisat sehr schwer ist, dann wissen wir auch, dass Clique sehr schwer ist. Ja, und Spoiler Alert, wir werden merken, dass Dreisat tatsächlich NP-vollständig ist und deswegen ist Clique auch NP-vollständig. Wir machen jetzt mal kurz zwei Schritte separat voneinander. Ich möchte vor allem, dass Sie verstehen, wie solche Beweise strukturell funktionieren, was man da tun muss. Und dann machen wir zweitens, wie in diesem konkreten Fall tatsächlich diese Elemente des Beweises aussehen. Wir wollen also zeigen, dass Dreisat in polynomialer Zeit reduzierbar ist auf Clique. Dazu müssen wir uns zuerst mal bewusst machen, was diese beiden Probleme sind. Auf der einen Seite haben wir Instanzen von boolschen Formeln, Dreisat. Ja, also die und Formeln, die in konjunktiver Normalform sind. Also wir können annehmen, dass wir eine Formel gegeben haben, die in konjunktiver Normalform ist. Wie werden die charakterisiert? Die wird charakterisiert durch ihre gesamte Länge. Und die Länge ist in diesem Fall strukturiert. Sie besteht nämlich aus k Klauseln und wir wissen, weil es eine Instanz von Dreisat ist, dass jede Klausel von Länge höchstens 3 ist. Und wir können ohne Beschränkung der Allgemeingültigkeit einfach ausgehen davon, dass es genau 3 sind, denn wenn es nicht 3 sind, können wir sie so padden mit neuen Variablen, wenn Sie so wollen. Können wir nicht. Wir gehen davon aus, dass Sie, was behaupte ich da? Wir gehen einfach mal davon aus, dass sie genau 3 hat. Ehrlich gesagt, Sie können ja mal mitchecken, ob es ein Problem entsteht, wenn ich da eine Klausel drin habe, die nicht genau Länge 3 hat, sondern 2. Schauen Sie mal, ob es funktioniert. Ich weiß es nicht, wenn man es merkt. So, also das Ding hat aber auf jeden Fall eine Länge von n höchstens 3 mal k. So, und jetzt ist unsere Aufgabe, genau das da zu tun. Wir müssen also erstens eine Abbildung finden, die aus der Menge von diesen Formeln abbildet auf Graphen. Weil Clique ist ja eine Frage aus der Graphentheorie. Und dann müssen wir zeigen, dass diese Abbildung in polynomialer Zeit berechenbar ist. Und dann müssen wir zeigen, dass unsere schlaue Abbildung genau diese tolle Struktur hat, dass nämlich der Graph eine Clique hat von einer bestimmten Größe, genau dann, wenn die Formel erfüllbar ist. Und dann ist da schon mal eine Frage, die auf den auftaucht, was ist die Größe der Clique? Ja, als Funktion der Anzahl der Klauseln in unserer Formel, wie groß wird die Clique wohl sein? Und da die erste naive Idee ist, wahrscheinlich ist sie genau gleich. Ja, also k, die Größe der Clique, wird irgendwas zu tun haben mit der Anzahl der Klauseln in unserer Formel. Warum? Weil wir lauter uns hier dazwischen haben. Wir wollen also zeigen, dass jede dieser Klauseln gleichzeitig erfüllbar ist. Und diese Gleichzeitigkeit, die wollen wir irgendwie abbilden durch die Struktur einer Clique in einem Graphen. Gemeinsamkeit, gemeinsame Erfüllbarkeit. So, das ist die Struktur, der wir folgen wollen. 1, 2, 3. Und jetzt verrate ich Ihnen, wie das geht. Das ist nämlich der Teil, der nicht so offensichtlich ist. Das ist der, auf den man eine Weile nachdenken muss, für den man vielleicht sonst irgendwie 10 Minuten braucht. Wir bauen nämlich einen Graph, der wird irgendwie so aussehen. Die Struktur, die uns da interessiert, ist, wir werden einen Graphen bauen, der ist, wenn Sie so wollen, k-partit für diejenigen von Ihnen, die schon mal Graphentheorie irgendwo gemacht haben, in den Algorithmen oder so. Der besteht also aus Gruppen von Knoten, die immer nur zwischen den Gruppen verbunden sind, aber nie innerhalb der Gruppe. Wir machen das folgendermaßen. Unsere Abbildung wird so aussehen, gegeben eine boolsche Formel, die in konjunktiver Normalform ist, so dass jede Klausel Länge höchstens 3 hat, bauen wir einen Graphen, der jedem der Literale in der Formel
also jedem Ausdruck, in dem eine Variable auftaucht, einen Knoten im Graphen zuweist. So, das geht auf jeden Fall in linearer Zeit. Ich kann einfach durch die Formel einmal durchgehen und gucken, immer wenn ein neues Literal auftaucht, geht einfach für jedes Literal in der Formel, mache ich einen Knoten in meinem Graph. Wenn die Formel von Länge n ist, dann habe ich nachher genau n Knoten im Graph. Okay, also O von n. Danach räume ich quasi auf, so in meinem Bildchen, und fasse immer diese Knoten in dem Graph zu Tripeln zusammen. Also genau genommen Tupeln von Größe höchstens 3. Weil ich habe ja eine 3-Sat-Formel, das heißt, die Klauseln bestehen immer aus 3 Literalen höchstens. Das habe ich hier visuell gemacht, indem ich sie so nebeneinander schreibe. Sie können sich bestimmt irgendeine Datenstruktur vorstellen, in der das geht, Tupel. Und dann, das geht offensichtlich auch in linearer Zeit. Jetzt brauche ich das entscheidende Teil, jetzt baue ich den Graphen, ich fülle also eine Matrix. Diese Matrix ist von Größe Anzahl Knoten mal Anzahl Knoten, das heißt, sie hat quadratisch viele Elemente, höchstens O von n Quadrat, also genau genommen hat sie ein halb n mal n minus 1 Einträge, also das ist O von n Quadrat für einen ungerichteten Graphen, und füge in diese Matrix binäre Zahlen ein, Einser, immer dann, wenn ich eine Verbindung in dem Graph haben möchte, nämlich folgende Art und Weise. Ich verbinde alle möglichen Paare i von i und j, also mache überall Einser rein, außer folgenden. Nämlich denen, die in einem gleichen Tripel liegen, also die innerhalb einer Klausel stehen, da mache ich keine Kante. Und, also oder, ne, genau genommen, wenn an zwei Enden einer Verknüpfung dass die gleiche Variable steht, aber negiert. Also da oben steht es, ja, also wenn die eine Seite eine Variable xl enthält und die andere Seite die gleiche Variable aber negiert. Warum mache ich da keine Kante? Weil das bedeutet, dass dieses Paar an Literalen nicht gleichzeitig erfüllbar ist. Ja, weil ich kann ja nur eins von beiden erfüllen. Entweder das eine ist wahr oder das andere. So sieht jetzt hier so für ein Beispiel für diese Formel sieht so der Graph aus. Dieses Beispiel müssten Sie natürlich in Ihrer Antwort nicht liefern. Das hier ist die Definition. Aber es hilft natürlich, wenn Sie sich so ein Bildchen malen. Damit haben wir Teile 1 und 2 erfüllt. Wir haben die Funktion aufgeschrieben, wir haben sie definiert. Und wir haben gezeigt, dass sie in polynomialer Zeit berechenbar ist. Dieser zweite Teil ist wichtig. Denn wenn wir exponentiell viel Zeit brauchen, um die Funktion zu schreiben, dann könnte ja unter Umständen Komplexität versteckt sein in der Funktion. Jetzt kommt noch der dritte Teil. Wir müssen zeigen, dass diese Konstruktion tatsächlich die Eigenschaft hat, dass wenn dieser Graph eine K-Clique hat, dann auch die Formel erfüllbar ist und umgekehrt, wenn die Formel erfüllbar ist, der Graph eine K-Clique hat. Das machen wir jetzt, das ist der zweite Teil des Beweises. Wir machen es genau andersrum, ich habe mich selber überrascht mit der Slide. Wir fangen an, indem wir erst zeigen, wenn die Formel erfüllbar ist, dann hat der Graph eine K-Clique. Und danach machen wir es andersrum. Also, wenn die Formel erfüllbar ist, dann, weil sie in konjunktiver Normalform ist, gilt, dass es in jedem der Literale mindestens eine Belegung gibt, so dass in jedem der Literale mindestens eine Variable wahr ist. Nehmen wir dieses, angenommen, wir haben so eine Belegung, ja, also weil die Formel erfüllbar ist, haben wir so eine Belegung. Also wir nehmen diese Belegung, gucken uns jetzt für jedes einzelne Klausel, schauen wir in dieser Gruppe, diesem Tripel an Literalen, schauen nach, welche davon sind wahr. Wenn es nur eine Literal gibt, das wahr ist, dann haben wir unseres. Wenn es mehrere gibt, nehmen wir eins zufällig. Aber genau eins aus jeder Klausel. Und markieren das. Wir nehmen das raus, wir betrachten das jetzt weiter, um drüber nachzudenken. Das machen wir jetzt für alle diese Klauseln. Und dann sehen wir, dass diese Gruppe an Literalen, die wir da ausgewählt haben, dass die alle miteinander paarweise verbunden sind. Denn
Sie sind alle in unterschiedlichen Klauseln. Das heißt, der eine Grund, keine Kante dazwischen zu machen, gilt schon mal nicht. Und zweitens, sie sind gleichzeitig erfüllbar, weil die Formel ja erfüllbar ist. Ja, sie bestehen also nicht aus einmal wahr und einmal falsch. Also sie bestehen nicht aus einmal der Variable und ihrer Verneinung, denn wenn sie daraus bestehen würden, aus der Variable und ihrer Verneinung, dann wäre ja eine von den beiden falsch in der Belegung und dann hätten wir sie nicht rausgegriffen. Umgekehrt heißt das, weil wir sie rausgegriffen haben, stehen jeweils da immer Kanten dazwischen. Also haben wir eine Gruppe an K-Variablen gefunden, an K-Literalen gefunden und deswegen K-Knoten in unserem Graphen, die alle paarweise verknüpft sind. Das ist eine Clique. Ha, erster Teil fertig. Also wir haben gezeigt, wenn die Formel erfüllbar ist, haben wir eine K-Clique gefunden. Jetzt umgekehrt. Angenommen, wir haben eine K-Clique, dann wollen wir zeigen, dass die zugehörige Formel erfüllbar ist. Das ist der zweite Teil hier. Ja, das ist die andere Art, den Beweis zu führen. Wir zeigen nicht, dass wenn W, ich habe den Strich vergessen, nicht in L1 ist, dann ist auch F von W nicht in L2, sondern wir zeigen, dass wenn F von W in L2 ist, dann ist auch W in L1. Angenommen, wir haben so eine Clique gefunden, dann schauen wir uns diese Clique an und sehen, dass die genau eine Gruppe an Literalen identifiziert, die wir gleichzeitig auf wahr setzen können. Wir können das machen, weil wir wissen, dass für jedes Paar an Literalen, weil es eine Clique ist, eine Kante besteht. Und weil da eine Kante besteht, heißt es, dass wir die Variablen gleichzeitig auf wahr setzen können, weil sie sich nicht gegenseitig ausschließen. Und wenn wir alle diese Literale, die zu den Knoten des Graphen in der Clique gehören, auf wahr setzen, dann ist damit die Formel erfüllt. Denn dann haben wir erstens in jeder Klausel einen Term, weil der Graph so konstruiert ist, dass die immer jeweils paarweise nicht in der gleichen Klausel liegen. Und wir haben dann damit in jeder Klausel eine wahre Variable. Und das reicht ja in konjunktiver Normalform, dass die ganze Klausel wahr ist. Also fertig. Das war ein Beispiel für eine Polynomialzahlreduktion. Weil diese Fragen so oft vorkommen, habe ich noch ein zweites Beispiel für eine Polynomialzahlreduktion für Sie. Nämlich eine etwas überraschende Aussage vielleicht. Man kann auch satt reduzieren auf dreisatt. Das ist die nicht-triviale Richtung der Reduktion. Es ist vielleicht klar, dass dreisatt auch auf satt reduzierbar ist, auf die triviale Art und Weise. Aber tatsächlich sind auch alle satt-Probleme, also alles Erfüllbarkeitsprobleme mit konjunktiven Normalformformeln von beliebiger Länge, wo die Klauseln beliebig lang sind, reduzierbar auf dreisatt. Das ist durchaus interessant aus technischer Sicht, weil man damit bestimmte Bauteile bauen kann, die halt immer so hier Dreiervergleiche machen. Wie funktioniert das? Wir wollen zeigen, also wir machen, das ist die nächste Instanz von einem Beispiel von so einer Polynomialzahlreduktion, quasi die zweite Möglichkeit für Sie zu üben, wie dieser sehr wichtige Aufgabentyp funktioniert. Wir wollen wieder das Gleiche machen. Wir brauchen eine Funktion, die eine Instanz von satt nimmt, also eine CNF-Formel, und sie abbildet auf eine Dreisatt-Formel. Wir können schon ahnen, dass diese Abbildung wahrscheinlich einigermaßen, die wird jetzt weniger komplex sein als die gerade eben bei Clique, weil wir nicht von Formeln auf Graphen abbilden müssen, sondern von Formeln auf Formeln. Wir müssen irgendwie umbauen, die Formel. Aber wir müssen trotzdem zeigen, dass diese Abbildung in polynomialer Zeit realisierbar ist. Und dann müssen wir zeigen, dass die Abbildung diese Eigenschaft erfüllt, dass sie, dass da gilt, was da steht. Und die funktioniert folgendermaßen. Diese Funktion. Wir nehmen unsere Formel. Unsere Formel ist in unsere SAT-Formel, eine beliebige Eingabe aus einer SAT-Instanz ist eine CNF-Formel, das heißt, sie besteht aus einer konjunktiven Verbindung von Klauseln, die in disjunktiver Form sind, die jeweils eine disjunktive Verbindung sind. Wir operieren für jede einzelne Klausel. Von diesen Klauseln haben wir höchstens n für eine Formel von Länge n. Ja, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, aus dieser Sicht das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jede einzelne Klausel
sogar nur von Länge 1 ist. Und da haben wir jetzt unser Beispiel für eine Klausel von Länge 1. Ja? In dem Fall ist es vielleicht mal tatsächlich relevant. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, die Formel hat n Klauseln. Und wir gehen mal davon aus, dass jede Klausel Länge größer 3 hat. Wenn sie kleiner 3 ist, dann haben wir ja schon das, was wir brauchen für unsere Dreisatzinstanz. Da brauchen wir gar nichts mehr umformen. Dann lassen wir es einfach, wie sie ist. Aber wenn sie länger ist als 3, dann müssen wir was machen, damit danach eine Klausel von Länge 3 rauskommt. Wir machen Folgendes. Diese Klausel hat eine bestimmte Länge, k, größer 3. Und wir bauen jetzt neue Klauseln, die genau Länge 3 haben. Die genau die Struktur haben, die wir brauchen, damit nachher diese Erfüllbarkeit erhalten wird. Und die sehen so aus. Wir erfinden neue Variablen, und zwar kann man sich überzeugen, dass es genau k minus 3 sind. Warum, werden Sie gleich sehen. Und bauen daraus eine neue konjunktive Normalformformel, wo die Klauseln Länge 3 haben, die so aussieht. Also, wir haben am Anfang, wir haben hier L1 oder bis LK, dann haben wir hier L1 oder L2 und dann eine neue Variable mit dem oder, Y1. Dann das und aus der konjunktiven Normalform und dann die Verneinung von der gerade neu geschaffenen Variable y1. Dann das nächste Literal aus der Originalformel L3 und dann wieder eine neue Variable y2. Danach kommt wieder deren Verneinung in der nächsten Klausel und so weiter und so weiter bis zum Ende. Und am Ende haben wir wieder zwei letzte Literale. Und damit können Sie sich vielleicht überzeugen, dass wir insgesamt, hier sparen wir uns quasi eine und da sparen wir uns auch eine, deswegen haben wir insgesamt k minus 3 neue Klauseln. Und jetzt überzeugen wir uns erstmal, dass diese Konstruktion in polynomialer Zeit realisierbar ist. Warum ist das so? Wir haben ursprünglich n Klauseln und für jede dieser Klauseln enthält die Klausel selber ja wiederum höchstens n Literale. Ja, also natürlich begrenzt sich das so ein bisschen gegenseitig. Wenn die Formel von Länge n ist, dann besteht sie aus höchstens n Klauseln und jede Klausel ist von höchstens Länge n. Wenn wir eine Klausel haben, die Länge n hat, haben wir natürlich insgesamt auch nur eine Klausel, aber macht ja nichts. Also ist groß O. Also wir haben höchstens n Klauseln von höchstens Länge n und für jede einzelne dieser n Klauseln machen wir eine Rekonstruktion in eine neue Form, die höchstens k, also Länge der Klausel, neue Klauseln produziert. Das heißt, aus einer Klausel werden höchstens n Klauseln und wir haben insgesamt höchstens n Klauseln, also haben wir danach höchstens n Quadrat Klauseln in unserem Ausdruck. Da ist wieder das Quadrat, deswegen polynomielle Zeit. Ja? Und jetzt ist die Frage, warum ist das die richtige Formel? Warum hat die genau die Struktur, die wir brauchen? Und das sehen wir jetzt, indem man sich verifiziert, dass diese Abbildungen genau die Eigenschaft haben, die wir brauchen. Wir müssen ja jetzt zeigen, dass wenn dieser Formel erfüllbar ist, wenn also alle Klauseln einzeln für sich erfüllbar sind, gleichzeitig, dann ist diese sind die Formel, die aus der Konjunktion dieser Klauseln besteht, auch erfüllbar. Und umgekehrt, wenn die erfüllbar ist, dann ist die Originalformel auch erfüllbar. Und das zeigt man folgendermaßen. Also, wir haben gerade eben gezeigt, dass wir die bauen können und dass sie in polynomialer Zeit möglich ist. Und jetzt machen wir die beiden letzten Schritte, 3 und 4. Wir zeigen wieder erstens das und dann zweitens das. Also angenommen, die Originalformel ist erfüllbar, dann gibt es eine Belegung der Variablen, die alle Klauseln wahr macht, weil sie durch konjunktive Verbindung dastehen. Insbesondere auch jede einzelne Klausel da drin, betrachten wir eine einzelne Klausel, die hier, dann, weil die ja erfüllbar ist, muss es eine Belegung geben, sodass da drin mindestens eins der Literale wahr ist. Mindestens eins. Nennen wir dieses Literal OBDALI. Dann schauen wir, wo das steht in unserer neu konstruierten Formel. Hier habe ich das gemacht und ich habe jetzt hier immer einmal die alles, hier drin ist die Klausel, die LI in der Mitte hat und dann sehen wir, dass die immer linker Hand
einen Satz an Variablen hat, verwendet an neuen Variablen, die von y1 bis yi-2 gehen und dann von yi-1 bis zum Ende, bis yk-3, die letzte neue Variable, die wir erzeugen mussten. Das letzte Literal, das wir erzeugen mussten. Weil y ist die Variable und das Literal dazu ist y quer k-3. Dann fällt uns jetzt auf, dass wir diese Formel erfüllen können, indem wir nämlich alle die blauen, das sind all die Ausdrücke, die vor dem Li kommen, so wählen, dass wir die Variable auf wahr wählen. Was passiert dann? Dann ist dieses diese Klausel wahr, weil hier was Wahres steht. Diese Klausel ist wahr, weil da hinten was Wahres steht. Und so weiter, bis hierhin. Hier steht jetzt hier was Falsches, aber wir haben ja angenommen, dass Li wahr ist. Und danach haben wir jetzt eine neue Freiheit, die nachfolgenden Ys genau alle auf falsch zu setzen. Denn dann machen wir diese Klausel hier nicht falsch, die ist ja jetzt schon wahr, weil das Li wahr ist. Und alle nachfolgenden haben immer jeweils eine Verneinung von dieser Variable und sind deswegen insgesamt wieder wahr. Wir haben also konstruktiv eine Belegung gefunden, sodass das Ding erfüllt ist. Umgekehrt, angenommen wir haben eine erfüllbare Belegung dieser längeren Formel, dann wissen wir, dass in jeder der Literalen, jeder der Klauseln mindestens ein Literal wahr ist. Und dann kann man sich überzeugen, wenn man da eine Weile drauf starrt, dass es immer mindestens eine der K-Literale aus der Originalformel dabei wahr sein müssen. Warum? Naja, wenn wir die hier erfüllbar ist, dann nehmen wir mal an, dass y1 hier ist, okay, wenn es falsch ist, dann müssen wir schon, dass entweder L1 oder L2 wahr ist. Okay, fein, gut. Also wenn y1 wahr ist in der richtigen Belegung, dann könnte ja immer noch L1, L2 immer noch falsch sein. Dann müssen wir aber hier in der nächsten Formel gucken, dann ist entweder L3 wahr oder y2 muss wahr sein. Falls y2 falsch ist, dann wissen wir, dass L3 wahr sein muss. Falls y2 aber wahr ist, dann könnte ja immer noch L3 falsch sein, dann gehen wir eins weiter und so weiter und so weiter bis zum Ende. Und dann bleibt uns am Ende immer gezwungen, eines von den beiden hier wahrzusetzen. Und damit ist die Formel wieder erfüllbar. Okay, also damit komme ich zum Ende. Ich höre dann hier auf. Haben wir gezeigt, dass Sat auf 3-Sat reduzierbar ist. Und offensichtlich geht auch 3-Sat auf Sat. Das ist die triviale Abbildung. Die anderen Sachen lassen wir weg. Oder ich mache sie höchstens am Donnerstag einmal ganz schnell. Die Sachen, die ich jetzt noch machen wollte, die mache ich am Donnerstag. Da passt die Zeit noch dafür. Das sind schnelle Sachen. Stattdessen machen wir hier Schluss. Und sagen, wir haben gesehen, dass wir die Idee einer Reduktion, die wir schon aus der Berechenbarkeit kennen, auch in der Komplexität machen können. Da müssen wir nur aufpassen, dass die Abbildung selber in polynomieller Zeit reduzierbar ist. Und wir haben vor allem dieses ganze Geschwurbel für die Satisfiability von Boolschen Formeln kennengelernt. Die werden wir am Donnerstag ordentlich einsetzen, um zu zeigen, dass SAT NP vollständig ist. Dankeschön.